Leute, diesmal habe ich dabei Cable bis zum Anfang aller Tage. Und das Erste, was mir hier aufgefallen ist, hier steht nirgendwo eine Nummer drauf. Weder hier vorne noch an der Seite. Ne? Was mich jetzt etwas verwirrt, denn ich bin mir eigentlich ganz sicher, es ging noch über die 5 US-Hefte, die hier drin sind, hinaus die Reihe, bevor sie eingestellt wurde. Leider auch eingestellt, muss ich sagen, denn dieser Band macht wirklich Spaß, kann ich euch jetzt schon sagen. Ne? Und keine Ahnung, vielleicht war das hier auch nur ein Testlauf von Panini, um dann zu gucken, bringen wir noch einen zweiten oder nicht. Man weiß es ja bei Panini nicht. Ne? Ja, und wir haben es hier auch nicht mit einem Sonderband zu tun, was man zuerst meinen könnte, denn der Band kostet hier 13,99 €. Als ich ihn bestellt habe, da war das für mich klar, das muss ein Sonderband sein zu dem Preis. Das ist die klassische Sonderbandpreislage. Vorher war es 12,99 €, jetzt ist es 13,99 €, weil Panini leicht den Preis erhöht hat. Ist aber meiner Meinung nach auch alles okay, denn lieber sollen sie den Preis um 1 € anheben, als diese versteckte Preiserhöhung, wo sie Sachen, die in einen Sonderband gehören, auf zwei Sonderbände verteilt haben, wie es 2017 waren. Also lieber 1 € mehr, dafür aber von Anfang an mehr Inhalt geboten, mehr Qualität geboten, dann ist mir das 100-mal lieber. Ne? Gut, dementsprechend bei den 13,99 € habe ich natürlich an Sonderbandqualität gedacht. Und ja, wer den Kanal etwas länger verfolgt, weiß, ich bin kein großer Freund von dieser Sonderbandqualität. Ich mag da schon diese Pappe vorne nicht und ich mag das Papier nicht. Man kommt aber eben nicht drum rum, wenn man seine Serien lesen will. Aber ich mag die nicht. Und hier haben wir eher dieses hochwertige Paperback-Format gewählt. Also so, wie wir es eben auch von Reprints kennen. Also wenn Panini ihre Sachen nochmal neu veröffentlicht. Also diese Art ist das, ne? Dicke, schöne Pappe mit Innenartwork. Dann hier nochmal ein Artwork so als Startseite, ne? Dann bekommen wir eben Inhaltsangabe, ein paar Infos, ne? Das ist aufgeteilt immer in was ist passiert oder einfach nur Infos zur Figur. In diesem Fall Infos zu Figur, ne? Und hinten stehen dann ja immer die Macher, anstatt irgendwelche Hintergrundinfos. Ne? Daran mache ich es immer fest, was ich jetzt hier habe. Ne? Und zusätzlich wird auch jedes Kapitel mit dem Cover des jeweiligen US-Heftes eingeleitet, was ja auch nicht unbedingt Standard bei Panini ist. Ich finde das immer schon ganz, ganz wichtig, dass man so diese Abgrenzung zwischen den einzelnen US-Heften hat. Es gibt einige Bände, Bücher, wo ich es einfach vermisse, ne? Wo man dann gar nicht weiß, hä? Und am schlimmsten noch, wenn zwei Storys drin sind, da kriege ich dann immer einen Föhn, wenn dann von der einen Story zur nächsten gar keine Trennung drin ist. Boah, ne? Und hier hat man das schön gelöst. Ne? Es sieht sehr hochwertig aus. Wir haben schön dickes Papier. Und das für nur 13,99 €. Also da kann ich echt nicht meckern. Also Preis, Leistungsverhältnis ist hier schon mal genial. Die Story selbst auch super genial. Ja, in die Geschichte werden wir mehr oder weniger hineingeworfen. Wir finden uns wieder im Jahre 1874 in einer kleinen Westernstadt. Wir sehen, wie voller Panik ein Mann aus dem Saloon flüchtet. Ne? Dann wechselt unser Blick in den Saloon hinein. Wir sehen eine Gruppe von Typen um einen Tisch Poker spielen. Drumherum liegen ein paar Leichen. Und alle Leute gucken diese 5 Pokerspieler sehr, sehr verängstigt an. Ne? Und damit wissen wir schon, da stimmt irgendwas nicht. Die Typen reden auch noch darüber, dass sie jetzt hier das Sagen haben und ihnen niemand etwas kann, als unser Vorzeigezeitreisender den Saloon betritt. Ne? Kommt es aber sofort zum Kampf zwischen ihm und den Bandidos. Ich denke, es sollte klar sein, dass das Bandidos sind. Und die Typen zücken einfach mal Waffen, die ganz eindeutig nicht aus ihrer Zeitperiode stammen. Ne? Aber es ist kein Problem für Cable. Innerhalb kürzester Zeit hat er die Typen erledigt, ne, und verhört die nun. Und dann wird uns auch klar, was überhaupt los ist. Irgendein Typ reist durch die Zeit und hinterlässt in allen möglichen Zeitperioden Waffen aus der Zukunft. Und Cable möchte das nun wieder richten, denn natürlich bringen diese Waffen, die nicht aus der jeweiligen Zeit stammen, eben alles durcheinander. Und ich sag nur, Secret War würde wieder grüßen lassen, wenn Cable das nicht in Ordnung bringt, ne. Vom Wilden Westen aus bricht Cable dann weiter auf nach Japan ins Jahre 1543, wo er ein brennendes Dorf vorfindet, wo eben auch mit Feuerschwertern gekämpft wurde, was natürlich für die Dorfbewohner, die da noch am Leben sind, leider nicht viele, natürlich ein klares Zeichen von Dämonen sind. Cable weiß natürlich sofort, dass es sich hierbei um Waffen aus einer anderen Zeit handelt, ne? Und dann, so geht das immer weiter. Cable reist durch die Zeit, versucht eben die Gefahren aus dem Weg zu räumen, ne? Und natürlich diesen Typen, der durch die Zeit reist, zu stellen.
Aber dieser Typ, der da durch die Zeit springt, den Cable verfolgt, ja, der verfolgt einen ganz, ganz hinterlistigen Plan. Denn ja, das mit diesen Waffenvorteilen, das macht er nur nebenher, um seinen Verfolger ein bisschen auszubremsen. Nein, ihm geht es um was ganz anderes. Er sucht das Zeitschwert. Und das Zeitschwert ist in 5 Teile zerbrochen worden während des Krieges zwischen den Eternals und den Inhumans, wovon ich noch nie was gehört habe. Ne? Aber jedenfalls so, sind diese Teile des Zeitschwertes überall in der Zeit verstreut. Ne? Und ja, Cable und er liefern sich sozusagen ein Wettrennen, wer eben zuerst die Teile des Zeitschwertes bekommt. Ne? Denn dieser Typ kann mithilfe dieses Zeitschwertes gleichzeitig über alle Zeitepochen und alle möglichen Zeitabläufe herrschen, ne? Und alles kontrollieren. Und das ist natürlich etwas, was Cable nicht zulassen kann. Er muss den Zeitstrom beschützen. Ne? Ja. Es ist meiner Meinung nach mal eine ganz andere Richtung, als ich Cable sonst kenne. Sonst ist ja Cable so ausgelegt, er ist jetzt in der Zeit von den X-Men, ne, um seine düstere Zukunft mit Apokalypse zu verhindern. Ne? Dann kam dieser Punkt, wo er versucht hat, eine Utopie aufzubauen, ne, mit Deadpool zusammen. Ne? Und ansonsten noch, wie er eben mit Hope eben das erste Mal wirklich durch die Zeit reist, dauerhaft, sage ich mal, aber in die Zukunft reist, um Hope zu beschützen. Ne? Und diesmal geht es eben in eine andere Richtung. Diesmal versucht er in die Vergangenheit zu reisen, um eben die Gegenwart zu beschützen. Das ist, meiner Meinung nach zeigt das eher, dass Cable auch ziemlich wandlungsfähig ist von seinem Nutzen für Marvel. Ne? Und der Band ist sehr unterhaltsam geschrieben. Wir haben einen coolen, lässigen Cable, der aber auch immer mal wieder so ein paar schöne Sprüche raushaut, die einen zum Schmunzeln bringen. Man merkt, wie viel Potenzial allein in diesen Vorbereitungen mit diesen Zeitsprüngen überhaupt liegen, dass man da super gut sich auf Kämpfe vorbereiten kann und natürlich auch alles korrigieren kann. Das haben wir auch ganz gut jetzt in der letzten oder auch noch laufenden Deadpool-Story gesehen, ne? Mit Cable muss sterben, ne? Also macht wirklich Spaß. Wir haben einen sehr geilen Zeichenstil. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Also ich finde den wirklich. Ah, hier, stoppt das nicht. Das ist von Rob Liefeld ein Cover. Das ist natürlich nicht so schön. Wobei, hier geht es noch. Aber wenn ihr da hier wieder an die Waffe guckt, also schaut euch diese Hände an. Ich weiß nicht, wo dieser Typ Hände. Hier, was soll denn das hier hinten darstellen? Gut, dass hier die Füße nicht im Bild sind. Also dieser Typ kann nicht zeichnen. Aber jetzt eben der Hauptzeichner. Ich weiß nicht, wer es ist. Hier stehen 3 Zeichner drauf. Aber würde ich jetzt hier nach vorne dem gehen, was hier vorne steht, müsste der Hauptzeichner Carlos Pacheco sein. Ich kann es auch nicht sagen. Aber ich finde die Zeichnung einfach wirklich, die gefallen mir. Die sind wunderschön. Ne? Ja, also ich finde es richtig genial. Richtig unterhaltsam, macht Spaß. Ich kann es nur jedem empfehlen. Ist eine geile Story. Sie steht für sich, ne? Macht einfach nur Spaß. Und so müssen Comics meiner Meinung nach auch wirklich sein. Comics müssen auch für sich lesbar sein, ohne irgendwas Großes, Ganzes. Klar, ich hätte mich auch gefreut, wenn Hope einen kleinen Gastauftritt hatte, aber das gibt die Story gar nicht her. Wo sollte Hope auftauchen? Also, ne, es ist einfach nur eine wunderschön für sich alleinstehende Geschichte und das finde ich einfach alleine schon klasse, wenn man einfach mal einen Comic hat, was man einfach greifen kann und einfach mal so lesen kann, ohne zu denken, oh, jetzt muss ich noch die X-Men so und so lesen und jetzt muss ich noch Deadpool lesen und nein. Du kannst einfach dieses Ding nehmen, du kannst es lesen und hast deinen Spaß dran. Und das alleine finde ich richtig genial. Ne? Also Riesenempfehlung für Cable. Ich muss immer vorsichtig sagen, ich will immer Gable sagen, weil ich das irgendwann mal falsch mir so beigebracht habe. Mittlerweile weiß ich, dass er Cable heißt, aber ich will immer Gable sagen und das kommt auch öfters mal in irgendwelchen Videos vor, wo ich ihn nenne. Ne? Ich hoffe, ihr könnt mir solche Versprecher verzeihen. Ich hoffe, ich habe alle diese Versprecher jetzt aus diesem Video rausgeschnitten, aber ich kann es nicht beschwören, ne? Aber ich bin wirklich mega begeistert, Leute. Holen, 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 ne? Und das hat nichts mit dem Deadpool-Film zu tun, ne? Darum ist das Ding ja nur eigentlich erschienen scheinbar. Es ist aber einfach wirklich genial, Leute. Wirklich geiles Ding, ne? Okay, ich lobhudel jetzt schon wieder so übertrieben. Das Video ist wieder mal ein viel zu langes Video, denke ich mal. Auch nach meinem Schnitten. Ich versuche jetzt eigentlich viel, viel kürzer auf mich zu fassen, aber es wird wieder mal nichts. Es ist immer dann, wenn ich richtig begeistert bin, dann rede ich zu viel. Ich würde sagen, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.